Diese geführte Meditation soll dir helfen, dich zu entspannen, vom Alltag abzuschalten und neue Energie und Kraft zu tanken. Begleite dich während der Reise zur tiefen Entspannung deines Körpers und deiner Seele mit Zitaten und Weisheiten aus den Bereichen Liebe, Glück, Gesundheit und Erfolg. In dieser Traumreise wirst du außerdem positive Affirmationen hören. Diese Botschaften sind in der Ich-Form gesprochen, da sie so dein Unterbewusstsein direkt ansprechen. Du kannst diese Meditation zum Beispiel in der Mittagspause hören, am Nachmittag nach der Arbeit oder auch als Einschlafhilfe, um in einen gesunden und entspannten Schlaf zu sinken. Es ist absolut nicht schlimm, wenn du auch tagsüber während dieser Traumreise einschläfst. Ganz im Gegenteil, denn im Schlaf ist deine Entspannung in der Regel am größten und dein Verstand ist ausgeschaltet, was für diese Traumreise sehr hilfreich ist. Denn somit gelangen die positiven Zitate und Affirmationen ohne Umwege direkt in dein Unterbewusstsein und können dir so zu einem glücklicheren, gesünderen und erfolgreicheren Leben verhelfen. Noch ein wichtiger Hinweis: Du hast in jedem Moment dieser Traumreise die Kontrolle über deinen Geist und deinen Körper. Solltest du dich unwohl fühlen, kannst du jederzeit dieses Programm stoppen. Okay, dann suche dir jetzt einen Platz, an dem du dich richtig wohlfühlst und vor allem auch ungestört bist. Das kann dein Bett, deine Couch, ein bequemer Sessel oder Stuhl sein. Stell dein Telefon aus und falls du diese Meditation jetzt über dein Smartphone hörst, sorge dafür, dass du für die nächsten Minuten keine Anrufe oder Mitteilungen empfangen kannst. Du kannst jetzt nochmal auf die Pause-Taste drücken, um dir deinen Platz komfortabel und gemütlich einzurichten. Sitzt du oder liegst du bequem? Okay. Dann schließe jetzt deine Augen. Nimm zu Anfang 2 bis 3 tiefe Atemzüge. Atme durch die Nase ein und atme durch den Mund wieder aus. Konzentriere dich weiter auf deinen Atem. Spüre, wie sich beim Einatmen dein Bauch mit Luft füllt und sich beim Ausatmen wieder leert. Du musst dafür nichts tun. Das funktioniert von ganz alleine. Um dich noch besser auf deinen Atem konzentrieren zu können, kannst du eine oder beide Hände auf deinen Bauch legen. So kannst du spüren, wie deine Bauchdecke sich langsam hebt und senkt. Ganz wie von selbst. Es ist völlig egal, ob du während der Meditation wach und aufmerksam bleibst oder vielleicht einschläfst. Es gibt jetzt kein richtig oder falsch. Du sollst dich einfach nur entspannen, dich fallen lassen und auch loslassen. Du kannst jetzt loslassen. Einfach loslassen. Genieße einfach die Musik und konzentriere dich nur auf deinen Atem und lass dich von meiner Stimme mehr in einen Ende.
entspannten Zustand bringen. Ganz tief in eine wunderschöne mehr Entspannung. Und mehr breitet sich eine wohlige Wärme von deinem Bauchnabel aus in deinem ganzen Körper aus. Es ist ein Gefühl, als ob die Sonne auf deinen Bauch scheint und sich ihre wärmenden Strahlen mehr und mehr im ganzen Körper verteilen. Mit der Wärme strömt auch Entspannung und Gelassenheit in jeden Bereich deines Körpers. Mein ganzer Körper ist. Du musst jetzt also nichts weiter tun. Atme einfach ruhig und entspannt weiter ein und aus. Ganz leicht und entspannt. Höre auf meine Stimme und lass dich von der Musik in eine tiefe und wohlige Entspannung tragen. Zeit zum Träumen. Das ist der Weg zu den Sternen. Nimm dir Zeit zum Nachdenken. Das ist die Quelle der Klarheit. Nimm dir Zeit zum Lachen. Denn Lachen ist die Musik der Seele. Nimm dir Zeit zum Leben. Das ist der Reichtum des Lebens. Nimm dir Zeit zum Freundlichsein. Das ist das Tor zum Glück. Ich genieße jeden Tag meinen Neubeginn und wende mich nur positiven Zielen zu. Ich bin offen für die Geschenke, die das Leben heute für mich bereithält. Ich gehe achtsam durch den Tag. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Ich bin voll. Gesundheit ist mein natürlicher Zustand. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Ich tue alles für meinen Körper, damit es ihm gut geht. Und mein Körper tut alles dafür, damit es mir gut geht. Ich danke meinem Körper für die wundervollen Dienste, die er tagtäglich leistet. Ich liebe jede Zelle meines Körpers. Ich achte auf mein Denken und wähle bewusst gesunde Gedanken. Ich bin vollkommen gesund. Jeder Atemzug gibt mir neue Energie. Ich liebe es, mich zu bewegen. Im Schlafen und im Wachen arbeitet alles zu meiner besten Zufriedenheit. Ich ernähre mich gesund und bewusst. Mein Herz ist vollkommen gesund und kraftvoll. Jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.
Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Ich bin ein Magnet für liebevolle Beziehungen, Gesundheit und für Geld. Ich ziehe Fülle und Wohlstand in jeder Form an. Ich lasse alle Begrenzungen los, denke groß und gestatte mir, noch mehr Gutes vom Leben zu empfangen. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Erfolgreich zu sein ist mein natürlicher und angeborener Zustand. Ich bin erfolgreich. Ich entscheide mich für Fülle in meinem Leben. Ich habe ein Recht auf Fülle und Wohlstand. Ich ziehe Geld und Wohlstand an wie ein Magnet. Ich liebe Geld. Geld ist in meinem Leben willkommen und so selbstverständlich wie Liebe und Glück. Ich entscheide mich für ein Leben im Wohlstand. Ich bin ein Magnet für liebevolle Beziehungen, Gesundheit und für Geld. Ich ziehe Fülle und Wohlstand in jeder Form an. Ich lasse alle Begrenzungen los. Wer immer schon tut, was er kann, bleibt immer das, was er schon ist. Wenn der Plan nicht funktioniert, dann ändere den Plan, aber niemals das Ziel. Wenn man selbstbewusst in Richtung seiner Träume geht und sich bemüht, das Leben zu führen, das man möchte, wird man in alltäglichen Situationen unerwarteten Erfolg haben. Meine positive Willenskraft führt mich zum gewünschten Ziel. Mit jedem Atemzug werde ich noch magnetischer für Erfolg und Geld. Ich bin erfolgreich und erlaube mir, mich erfolgreich zu fühlen. Je erfolgreicher ich bin, desto mehr habe ich und kann andere daran teilhaben lassen. Ich bin umgeben von Schönheit und Reichtum. Ich liebe Schönheit und Reichtum. Meine positive Willenskraft führt mich zum gewünschten Ziel. Meine Wünsche und Ziele erreiche ich mit liebevoller Leichtigkeit. Es besteht großes Verlangen nach meinen Fähigkeiten und Talenten. Ich bin ganz perfekt, stark, mächtig, harmonisch, liebevoll, wohlhabend und glücklich. Ich bin erfolgreich und erlaube mir, mich erfolgreich zu fühlen. Schau dir diesen Tag an. Ist Leben, das wirkliche Leben des Lebens. In seinem kurzen Dasein liegen alle Wahrheiten und Wirklichkeiten deiner Existenz. Der
der Segen des Wachstums, die Pracht und Herrlichkeit der Handlungen und der Glanz von Schönheit. Der gestrige Tag ist nur ein Traum und der morgige Tag ist nur eine Vision. Aber der heutige Tag, gut gelebt, macht jedes Gestern zu einem Traum von Fröhlichkeit und jedes Morgen zu einer Vision der Hoffnung. Kümmere dich deswegen gut um diesen heutigen Tag. Ich entscheide mich dafür, jeden Tag glücklich zu sein. Ich bin glücklich. Ich atme ruhig, tief und gleichmäßig. Glücklich. Ich spüre Leichtigkeit und Gelassenheit in mir. Freude und Glück sind mein natürlicher Zustand. Ich bin dankbar für mein Leben und genieße es jeden Moment. Ich bin glücklich. Freude und Glück sind mein natürlicher Zustand. Ich entscheide mich dafür, jeden Tag glücklich zu sein. Ich entscheide mich dafür, jeden Tag glücklich zu sein. Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen. Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. Ein chinesisches Sprichwort sagt, jede Minute, die man lacht, verlängert das Leben um eine Stunde. Meine Mitmenschen bewundern meine Energie und meine positive Ausstrahlung. Mein strahlendes Sein zieht freudige Ereignisse in mein Leben. Jeder Moment meines Lebens bringt strahlendes Glück zu mir. Ich bin voller Dankbarkeit und Glück. Dieses Gefühl nimmt von Tag zu Tag zu. Vergangenheit, träume von der Zukunft,
aber lebe und liebe in der Gegenwart. Es war einmal eine junge, stachlige Raupe, die davon träumte, einmal wunderschön und frei zu sein. Doch die anderen Raupen redeten ihr zu. Man ist das, was man ist. Wir müssen uns nun einmal so annehmen, wie wir sind, und nicht davon träumen, wie wir sein könnten. Nimm dich an, mit Haut und Haaren. Was zählt? Das sind die Fakten. Alles andere ist nur sinnlose Träumerei. Niemand kann nun einmal aus seiner Haut. Doch die junge Raupe nahm diesen Vorschlag nicht an, denn sie glaubte an ihre Träume. Als die anderen Raupen ihr wieder einmal die Fantastereien austreiben wollten, konnten sie die junge Raupe nicht mehr finden, nahmen zugleich jedoch wahr, wie neben ihnen ein wunderschöner Schmetterling aufflog und davon flatterte. Es war gerade so, als ob Gott gelächelt hätte. Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Ich bin jetzt bereit, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Ich strahle Liebe, Glück und Harmonie aus und deshalb ziehe ich auch nur Liebe, Glück und Harmonie in mein Leben. Ich liebe das Leben und das Leben. Ich fühle, wie Liebe und Harmonie durch mich fließt und meinen Körper und meine Seele erfüllt. Ich bin jetzt bereit, Liebe zu empfangen. Mit meinen positiven und liebevollen Gedanken ziehe ich positive und liebevolle Menschen in mein Leben. Ich bin, was ich denke. Meine Handlungen und Ideen dienen meinem und dem Wohle meiner Mitmenschen. Ich gehe liebevoll und voller Respekt mit meinen Mitmenschen um. Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Der Tempel der tausend Spiegel. Es gab in Indien den Tempel der tausend Spiegel. Er lag hoch oben auf einem Berg und sein Anblick war gewaltig. Eines Tages kam ein Hund und erklomm den Berg. Er stieg die Stufen des Tempels hinauf und betrat den Tempel der tausend Spiegel. Als er in den Saal der tausend Spiegel kam, sah er tausend Hunde. Er bekam Angst, sträubte das Nackenfell, klemmte den Schwanz zwischen die Beine, knurrte furchtbar und fletschte die Zähne. Und tausend Hunde sträubten das Nackenfell, klemmten die Schwänze zwischen die Beine, knurrten furchtbar und fletschten die Zähne. Voller Panik rannte der Hund aus dem Tempel und glaubte von nun an, dass die Welt aus knurrenden, gefährlichen und bedrohlichen Hunden bestehe. Einige Zeit später
Später kam ein anderer Hund, der den Berg erklomm. Auch er stieg die Stufen hinauf und betrat den Tempel der tausend Spiegel. Als er in den Saal mit den tausend Spiegeln kam, sah er auch tausend andere Hunde. Er aber freute sich. Er wedelte mit dem Schwanz, sprang fröhlich hin und her und forderte die Hunde zum Spielen auf. Dieser Hund verließ den Tempel mit der Überzeugung, dass die ganze Welt aus netten, freundlichen Hunden bestehe, die ihm wohl gesonnen sind. Möchtest, kannst du nun ganz langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt kommen? Oder wenn du diese Traumreise zum Einschlafen gehört hast, kannst du einfach ruhig und entspannt weiterschlafen. Die Musik läuft noch ein bisschen weiter und wird langsam immer leiser. Auf jeden Fall wird dich das wohlige und warme Gefühl nach dem Aufwachen dann, wenn du deine Augen öffnest, noch eine Weile begleiten.